Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Das sieht schon mal gut aus. Guckt mal. Guckt mal, es funktioniert doch jetzt. Mit der Bahn. Ich würde eher mit der Bahn fahren, aber ich bin auch faul. Okay. Herzlich willkommen zum Stream. Es ist bisher noch nichts passiert. Wer was anderes sagt, der lügt natürlich. Ja. Ich, nee, Timmy. Fauler Sack. Okay, Xbox One Controller ist jetzt nicht so das ideale Gerät für ein 2D-Spiel. Definitiv nicht. Aber es ist besser als gar kein Controller. Pro Gamerin. Ja. Pro ist jetzt so. Ah, nennen wir es Ansichtssache. Ich meine natürlich. Ja. Natürlich. Das Steuerkreuz ist ein bisschen Pupu. Aber nicht so Pupu wie andere Steuerkreuze. Pupu Light. Meine Nase juckt. Aber ich habe das Spiel auch 12.000 Mal durchgespielt, André. Ich liebe Yoshi's Island. Weißt du, die 100% können noch echt. Oh Gott, Affen. Könnt ihr bitte aufhören mit Affen? Ich weiß, dass die 100% noch echt garstig werden können. Aber ich weiß auch, dass ich sie hinkriege. Tastatur muss ja mit dem Controller. Oh Gott, lasst mich nicht mit Tastatur spielen. Dann werde ich ja komplett wahnsinnig. Also wenn es so ein RPG ist, wie zum Beispiel Pokémon, okay. Aber doch nicht bei dem Spiel, wo du präzise Inputs brauchst. Bibi, please. Ich merke gerade, die Kamera ist ein bisschen. So ist ein bisschen besser. Zelda ist ja auch geil. Vielleicht spielen wir. Also danach möchte ich eigentlich Metroid spielen. Hätte ich so überlegt, vielleicht. Aber danach können wir vielleicht mal wieder Zelda spielen. Vielleicht. So. Nein, doch. Okay. Ganz ruhig. Ich habe alles im Griff. Zelda mit Tastatur. Och, wie viele Kanalpunkte, Iggy? Ich meine, Zelda mit Tastatur. Je nach Zelda ist es nicht schön, aber machbar. Also zum Beispiel ALTTP Vanilla würde voll gehen. K. Ich weiß genau, auf was du Spaß, junger Mann. Sie hat mich jung genannt. Wen meint sie denn da? Ich bin doch nicht jung. Iggy gerade wahrscheinlich. Ja, da sind Stacheln. Ich hab's gesehen. Okay. Ja, Iggy, ich bin ja bestechlich, ne? Das ist ja nichts Neues. Was bietest du? Ich meine, was? Wie soll man denn da irgendwas vernünftig treffen, sag mal? Ah, so vielleicht. Okay, Frage beantwortet. Nein, Quatsch. So. Jetzt ist halt die Frage. Oh Gott. Lass mich raten. Das war ein. Ja, das war ein Fehler. Ich bin Controllerphob. Oh. Ich meine, Schmünko. Okay, stimmt. Ja, aber Schmünko hat das Altsein ja auch quasi durchgespielt. Du musst es machen wie ich, Timmy. Wenn du mit dem falschen Controller spielst, einfach die Krise kriegen. Ganz einfach. Zum Beispiel bin ich jemand, der 2D-Spiele mit dem falschen Controller nicht gerne spielt. Stimmt, André, du bist ja schon 30. Oh mein Gott, wir sind alle alt. Wir sind alle so alt. Ich werde 32 im September, ne? Just saying.
Alter, diese Affen! Fuck. Der Club der alten Leute. Ja, doch, irgendwie schon. Jung im Herzen, ja, ja. Hm. Geht das auch mit reinschießen? Oder ging das nur mit dem, mit der Frucht? Fuck. Fuck. Reinscheißen, das kann ich. Vielleicht hätte ich lieber den Self-State mit den 12.000 Leben nehmen sollen. Also ich wollte euch heute mal zeigen, wie ein Game Over aussieht. Und wie das mit dem Reinscheißen funktioniert. Damit ihr das auch mal gesehen habt. Immer nur Skill zeigen oder 100% ballern, das kann ja jeder, ne? So sieht U30 Gaming aus. Das wollte ich euch einmal gezeigt haben. Und jetzt wird gegönnt. Und zwar diesen verfluchten Affen wird gegönnt. Ich glaube, man merkt, dass ich ein wenig neben der Spur bin, ha? Ich mach gleich mein FF14-Abo an und spiele einfach FF14 und chill so. Wobei ich in FF14 auch nur reinscheiße. Affen! Die trifft das Loch nicht, danke, Iggy. Bonk. Aber wir haben ja trotzdem Spaß. Spaß ist das Wichtigste. Spaß heißt keine Affen. Hier ist auch ja geil, gib mal FF14. Ach was, das lernst du noch. Was, FF14 spielen? Ja klar. Ich weiß ja, wie ich bei Juli Fragen nerven kann. Ich darf einfach nicht so versuchen, super präzise zu springen mit einem Dulli-Steuerkreuz. Von einer Meerjungfrau? Warte, was? Ich bin verwirrt. Aber kannst du dann gerne mal zeigen, wenn du magst? Dann bin ich vielleicht weniger verwirrt. Hört ihr aufhören mit eurem Rumgeballer? Bitte, danke. Guck mal, ist doch alles easy. First try. Ja, 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 ja. Ich mache einfach noch mal meine Anmoderation. Aha. Oh. Aha. Hör auf zu schießen, junger Mann. Das ist nicht erlaubt. Das habe ich verboten. Ich hätte heute auf Arbeit auch am liebsten meinen Kopf in den Kaffee reingesteckt. Danke, André. Ich guck dann später. So, das jetzt bitte nicht verkacken. Wenn das Ding jetzt unten gelandet wäre, hätte ich, glaube ich, einen Schreikrampf bekommen. Oh, zumindest innerlich. Oh mein Gott. Löcher treffen geht halt nur mit Spucke. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich sollte erst denken und dann reden. Bitte reißt mein Hirn, mein Kopf nicht aus dem Kontext. Danke. Whirlpool. Ich bin für Whirlpool. Whirlpool klingt chill. Ich würde ja behaupten, du brauchst keine Sauna. Es ist ja Sommer, aber der Sommer ist zumindest hier in NRW gerade nicht allzu präsent, netterweise. Ah, hier war irgendwas total dumm versteckt. Ich glaube, ich erinnere mich da an was. Gib mir erstmal das hier. Oh mein Gott! Bitte nein. Hier geblieben. Ich sagte... Baby, wo willst du hin? Was? Wo
Heute waren über 20 Grad. Ja, just normal things. Einen kleinen Gaming-Laden. Alle, mein älterer Mann um die 80 alle Resi-Spiele auswendig kennt. Nice. Ich feier das. Drei Kaffee. Ich hatte zwei. Manchmal wünschte ich, es wären auch drei. Hallo, Amaya. Wie geht's dir? Herzlich willkommen zu Dulli. Guck mal, da sind zwei. Oh, da wurde. Das hört sich gut an. Wir brauchen noch ein Blümchen und dann, ja. Eine Litertasse. Nun. Oh, 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 oh. Leichte Kopfschmerzen. Gute Besserung. Ah. Maya! Hab alles im Griff. Ich habe zwar keine Kopfschmerzen, aber ich bin definitiv durch heute. Aber Yoshi's Island ist ja relativ chillig. Lasst mich kurz mich orientieren, bevor ich sinnfrei irgendwelche Knöpfchen drücke. Ha! Tolles Game, tolle Musik. Unterschreibe ich so. Ich sag ja, die Amaya, die hat guten Geschmack. Deswegen geht sie ja auch irgendwann mal mit mir Kaffee trinken. Ich glaube, ich will doch erst das Knöpfchen drücken, ha? Oh mein Gott, da ist die Blume. Perfekt. Wir gehen mal kurz Knöpfchen drücken. Sind das jetzt nur die Münzen oder ist irgendwo noch was passiert? Ich! Scheinbar war das für die Münzen. Okay. Nehme ich. Also ich würde mit den meisten Leuten, die, ich sag jetzt mal, feste Community-Mitglieder sind, einen Kaffee trinken gehen tatsächlich. So, einmal Schmuggelprozent. Weil Baby sich eben dachte, nö, könnte man mehr trinken. Ein braun Yoshi. Ich würde mit mehr Kaffee trinken gehen. Oh, Mensch, mit dir würde ich auch noch was ganz anderes. Zum Beispiel Schweizer Schokolade essen gehen. Oder dich nach Hause einladen, damit du Mini petten kannst. Ja, 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 ja. Ja, 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 Yoshi Roulette. Oder deine Chinchillas petten. Oh, ich wollte eigentlich. Ja, okay. Hey, drei Leben. Ey, Iggy, hast du schon mal Schweizer Schoki gegessen? Du lässt danach, also du isst danach vielleicht schon noch andere Schokolade, weil du nicht überall Schweizer Schoki bekommst. Aber Alter, das ist so eine geile Schokolade. Ich habe noch nie in meinem Leben so geile Schoki gegessen. Ich war auch schon mal in der Schweiz. Ja, ich nicht, aber ich kenne so eine Schweizerin. Nirsch, das geht schon mit deinen Chinchillas. Du ziehst Haustiere einfach magisch an. Weißt du, Nirsch kommt einmal hier rein, Mini. Ich meine, okay, Mini, meine Katze, mag eh Menschen, ne? Aber holy shit, die hat wortwörtlich Narren gefressen an Nirsch. Das war quasi Liebe auf den ersten Blick. hab ich ja schon ein paar Mal erzählt, ne? Ich bin ja alt. Alte Leute erzählen ihre Geschichten immer wieder. Ich glaube, ich wollte erst unten rein. Es ist nämlich so, dass wir alten Leute sehr vergesslich sind. Entweder können wir uns nicht daran erinnern, was wir schon erzählt haben. Oder ich wollte erst da oben rein. Das ist durchaus möglich. Moment. Oder wir wissen einfach nicht mehr, was uns schon erzählt wurde. Deswegen werden die Sachen dann halt nochmal erzählt. Weil oft hat man ja... Also, ich habe sowohl jüngere als auch wesentlich ältere Freunde... Eine ist jetzt, glaube ich, Anfang 40. Worauf ich hinaus will.
Die meisten Freundschaften sind ja ungefähr im gleichaltrigen Rahmen. Nirsch zieht Haustiere magisch an. Nirsch kommt rein, Mini verschwindet in einer Glitzerwolke und hat spontan Tuxedo an. Ja, genau so war das. Genau so und nicht anders. Schlüssel! Oh. Ich hab's gleich. Haha! Ich dachte nicht, dass das funktioniert mit dem Winkel, aber es hat funktioniert. Nee, Nirsch guckt sich einfach Haustiere an. Und anstatt dass das... Also Nirsch findet die Haustiere süß, aber die Haustiere finden Nirsch dann auch sofort süß. Das ist einfach Magie. Ich habe heute auch einen Durchtag. Das ist okay, Iggy. Fühl dich gepettet und abgelenkt. Falls du gepettet werden möchtest. Abgelenkt werden möchtest du bestimmt. Es gibt einfach Menschen, die ziehen Haustiere, mal bestimmte Haustiere, mal alle, magisch an. Das ist so. Das ist einfach eine geheime Superkraft. Ich kann das manchmal bei Katzen. Und bei Hunden ein bisschen. Aber nicht ganz so gut wie bei Katzen. Manchmal glaube ich auch, dass Tiere einfach merken, wenn man sehr tierlieb ist. Aber das ist auch nicht immer beides gegeben. Über gepattet werden. Ach du, Amaya, ich habe auch schon Julis Nase gebucht. Ich kann auch Leute patten. Fuck, mein Stein ist despawned. So wie Yoshi gerade aussieht mit seinem Feu-Feu im Mund, so mit dicken Wangen, so sehe ich aus, wenn ich Nudeln esse. Ich muss irgendwann mal wieder Raben irgendwo essen, ne? Das habe ich letztes Jahr mit Schmönk und Hirsch in Bayern gemacht. So lecker! Die Feen sind sehr gut im Umgang. Nirsch ist eine Fee. Ach so. Ah. Ich verstehe. Ich werde mal kurz mein Feu-Feu los. Hoppala. Ey, wenn du mit einem Xbox One Controller besser spielen kannst als mit einem nachgemachten Nintendo Controller. Ich habe mal im Laden, im Mediamarkt oder sowas war das, glaube ich. Wie heißt die aktuelle Konsole? Xbox Series, ne? Ja, habe ich Controller von denen gesehen. Die haben das Steuerkreuz ja wieder schlechter gemacht. Ich frage, warum? Also klar, primär sind die Spiele für 3D konzipiert. Aber warum? Das ist ja Quatsch. Da bleibe ich dann lieber bei meinem Xbox One Controller, du. Wie zum Beispiel auch bei der Nintendo Switch, weißt du, das Steuerkreuz ist voll okay. Oder bei der PlayStation. Du brauchst halt auch ein funktionierendes Steuerkreuz. Nein, ich will... Warte. Irgendwas war hier noch. Nee? Habe ich wieder Unfug im Kopf? Warte mal. Oh Gott, irgendwas... Irgendwo musste man hier total dumm abbiegen. Aua. Ich wusste übrigens auch nicht mehr, dass man die Igel momsen konnte. Hättet ihr mich gefragt, hätte ich drauf geschworen. Aua. Dass das nicht geht. Oh, oh, oh. Genau, da oben. Da komme ich ran. Warte. Aber halt nur, wenn die klein sind. Wow. Wow! Ich bin gut im Treffen. Sehr gut. Ich hoffe, wir kriegen gleich noch genug Sternis zusammen. Ansonsten habe ich gleich ein Problem. Hui! Nicht boink? Okay, gut. Und dann musste man hier irgendwie so komisch rüber. Ah, guck mal, hier ist ein Sternenkreis. Das ist schon mal gut. Manchmal erinnere ich mich halt noch an Dinge. Manchmal. Aha! Hoho! Das ist gut. Wir brauchen noch eine Blume. Eine Blume, 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 Blume. Ich werde gerade überdreht. Das ist okay. Besser als müde. Was?
Was? Bitte was? Bitte wer? Bitte wo? Was? Wo wäre die Blume gewesen? Und wieso war hier ein Schalter? Ich kann mich hier nicht mal umbringen und irgendwo gucken gehen. Oh! Das war jetzt mehr Zufall als alles andere. Ich habe halt das Ding hier gehört und dachte mir, schieß einfach mal. Ich hoffe, dass mit dem Switch war jetzt nichts Wichtiges. Hier sind zumindest erstmal nur Münzen. Fuck, wir haben die Blume irgendwo verpasst. Wir müssen nochmal hier rein. Das ist blöd. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Aber wir haben ein Minispiel. Schade. Memory. Ja, Das, was kleine Kinder sehr gut können und alte Leute nicht. So, da ist der 20er. Das ist das Interessante für mich. Und der Rest ist mir ziemlich bums. Also da und da. Kann ich mir das merken? Hier und... Yeah, ich kann mir Sachen länger als 3 Sekunden merken. So, ich hau jetzt mal random irgendwelche Stellen an. Langsam werden auch meine Haare wieder trocken. Ich glaube, das heiße Abduschen zu Hause war eine sehr gute Idee. Wenn mir gleich kalt ist, habe ich auch noch eine Strickjacke, beziehungsweise ich habe das eine Fenster in der Küche auf Kipp, das kann ich gleich noch zumachen. Oh, bald sind die Affen. Iggy, weißt du noch mal, wo Audrey war? War das 3.8? Wenn ja, habe ich Bock. Baden, baden. Ja, baden. Oh, baden wäre auch geil. Ich habe ja das Glück, dass ich eine Badewanne habe. 3.8, danke, Iggy. Perfekt. Audrey ist ein super Bosskampf. Ich war auch gestern noch baden. Ja. Badewannen sind toll. Gibbe. Oh Gott. Oh ja, kurz, please. Don't. Audrey ist mitunter einer der besten Bosskämpfe vielleicht. Also es gibt halt hier wirklich oh mein Gott. Viele dumme Affen und viele fantastische Bosskämpfe. Nicht alle sind fantastisch, aber ich finde wirklich, wirklich viele sehr, sehr gut. Ha! Hallo, Fisch! Fischi, 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 Fisch, Fisch, Fisch. Ich will hier rüber! Adababababu. Der Affe chillt da in seiner Ecke, an die keiner rankommt. Das ist okay. Da. Ah, U-Boot! Fliege, bitte geh woanders her, Nerven. Dankeschön. Ich hab nach oben gedrückt. Ja. Das Problem ist, bei den Remixes, die ich benutze, also ich achte drauf, es ist so, dass wenn ein Remix erstellt wird, kann der Remix-Künstler quasi sagen, hey Leute, ihr dürft das benutzen. Für zum Beispiel Streams oder YouTube. Unabhängig vom Original. So, das heißt, wenn ich nach Remixes suche, gucke ich immer, ist das ein Künstler, der irgendwo auf seinen Kanal gepackt hat, hey, ihr dürft das benutzen. Wahrscheinlich könnte man auch viel Aufwand betreiben und Leute selber anschreiben, die sowas nicht drinstehen haben. Aber ich bin da halt... ich gehe davon aus, dass die Leute das wissen und das halt reinschreiben, wenn die das möchten, dass das genutzt wird.
Also wenn ihr Musikwünsche habt für meine Playlist, könnt ihr es auch gerne einfach so reinpacken. Ich brauche gerade irgendwie Munition. Na, das ist jetzt blöd. Zerfischt. Danke, Iggy. Ich guck dann auch selber, ob es Remixes gibt, wenn ihr Musikwünsche habt. Ist halt bei mir immer so mit Gaming, weil ich das halt mag. Sag mal, Fisch, Affe, kannst du mich bitte nicht verarschen? Fische, Affen, das ist ja alles das Gleiche, ne? Also, long story short, ich muss halt immer gucken, darf ich es benutzen? Und bei Musikwünschen könnt ihr die aber auch einfach so reinpacken in den Feedback-Channel und ich gucke dann. Das war so der Kern der Aussage. Hier geblieben, Baby. Ich hoffe, das Ding lässt sich jetzt nochmal triggern. Ich könnte mir vorstellen, dass das U-Boot irgendwas hat, was ich brauche. So. Manchmal funktioniert das ja. Zum Beispiel Pirate Town habe ich ja auch erst gefunden, seitdem Iggy das mal vorgeschlagen hat. Hallo, ich drücke doch. Oh Gott, schräg geht gar nicht. Das ist okay. Schräg schwimmen ist was für Anfänger. Yeesh. Gib mir mal ganz kurz eine Sekunde. Hallo, ja, habe ich eingestellt. Das mag der Controller nicht. Das ist fein. Ich kann spielen. Es ist okay. Es ist nicht ideal, aber ich kann spielen. Aua. Manchmal kann ich so leicht schräg andeuten, aber ich kann irgendwie nicht schräg schwimmen. Weird. Technik, die begeistert. Wurde eh abwärts, ist okay. Uff. Good job. Guck mal, hier waren rote Münzis, also alles cool. Wir machen es einfach ein bisschen spannender, ohne schräg. Easy. Ach, guck mal, das ist einfach mein Ausgang. Gut. So. Was haben wir denn hier Leckeres? Das da oben sieht schon wieder so auffällig aus. Ich komme aber, glaube ich, nicht ran. Geh weg, Affe. Wow. Die Schräge hat mich leicht irritiert. Ha! Tiert, ich brauche dich. Okay, cool. Es ist einfach dekorativ. Scheinbar. Und du bist hoffentlich nicht despawned. Ist der gerade despawned? Die Frage ist, riskiere ich es jetzt? Den Level fertig zu spielen. Auf die Gefahr hin, dass uns dann eine rote Münze fehlt. Oder spiele ich den Level erstmal durch, um zu gucken, ob uns noch was anderes fehlt. Ich glaube, das beantwortet die Frage. Im Idealfall verschwende ich jetzt weniger Zeit, weil ich dann die rote Münze mitnehme. Tschüss, Baby. Ich bin dann mal woanders. Geh wieder anders voll schreien. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh Kaffee trinken. Ich mag die SFX von dem Spiel. Es ist halt auch so viel Kindheit für mich, ja. Hat ja keiner behauptet, dass wir ein schneller Spieler sind. Das ist ein Chili-Projekt. Nee, wie nennt man das heutzutage? Chili-Milli? Chili-Milli. Ah, ich habe heute Kollegen glücklich gemacht, ne? Habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich hatte ein bisschen Koa wach. Ich habe mich jetzt mittlerweile auf zwei Sorten festgelegt. Eine Sorte, die ich sehr gerne trinke, gibt es nicht mehr.
Also, weißt du, Schoki-Himbeer? Oder was? Schoko-Himbeer? Auf jeden Fall irgendwas mit Himbeer, was es nicht mehr gibt. Ich trinke eigentlich jetzt nur noch weiße Schoki und das neue Cookie-Ding. Und die alten Sorten wollte ich halt auch nicht wegschmeißen, aber ich finde es halt blöd, was zu trinken, was halt... Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich es eklig fand, aber es war jetzt auch nicht mehr so boah, geil. Ich habe die einfach auf Arbeit mitgenommen und verschenkt. Chili Milli. Okay, dann, chill. Chill-Spiel. Chill kann man ja sagen. So, jetzt müssen wir halt leider den U-Boot-Spaß nochmal machen. Ich meine, wenn alle Stricke reißen würden, müsste es halt nachspielen. Klar. Aber ich habe einen Super Nintendo Mini. Ha! Da könnte man rein theoretisch auch Yoshi's Island spielen. Und halt an die Capture Card packen. Ich glaube, ich will nicht fragen, wen du meinst, Iggy. Ich glaube, ich frage lieber nicht. Ich kann schräg schwimmen. Manchmal ein bisschen. Hui. Und kennt sich eigentlich irgendjemand von euch damit aus, wie das funktioniert, wenn man den Handyvertrag wechselt und eine sogenannte Rufnummermitnahme möchte? Ich weiß nicht, wie sowas geht. Ich habe keine Ahnung, Iggy, aber vielleicht ist das dann noch besser so. Also ich habe quasi schon meinen neuen Handyvertrag gemacht und mein Alter läuft nächste Woche oder so aus und ich würde gerne meine Handynummer behalten, habe keine Ahnung, wie das geht. Halt, stopp. Du bleibst diesmal hier. Wie macht man sowas? Hallo, Jule. Na, wie geht's dir, Schatzekuchen? Wenn das von euch keiner weiß, nicht schlimm. Ich finde das noch irgendwie raus, wie das funktioniert. Ich habe sonst immer eine neue Handynummer genommen. Dem alten Anbieter muss ich Bescheid sagen. Okay, dann kontaktiere ich mal meinen alten Anbieter. Telefonie? Iiii. Kitty, 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 Hilfe! Was ist los, Jule? Wen muss ich verhauen, Schatzekuchen? Wer doof zu Jule ist, kriegt Hauer von mir. Oh. Immer. So, hier war irgendwo noch was, glaube ich. Ah, oh. Jule macht mein Rezept nach. Aha, aha, aha. Alte Klaumopserin. Die Spätzle habe ich vorgekocht. Sorry, du hast ja meine Notizen nicht. Ha! Das steht nämlich auf meinem Rezept drauf. Oh Gott. Ah, Dulli-Controller! Oh, warte, hier war was Dummes, ne? Pass auf, pass auf. Ja, ich kann das. Siehst du? Ich kenne mich aus. Affen! Oh mein Gott. Keine Affen, bitte! Affen verboten. Wer jemand von euch macht und wünscht ihr was mit einem Affenspiel, dann gibt's Haue. Beiden Anbietern Bescheid sagen, aber dann muss ich gar telefonieren. Sechs Zaubertränken. Also ich mache bei neuen Rezepten das grundsätzlich so, dass ich mich erstmal beim ersten Kochen an das Original halte. Hier war ich. Okay. Und dann überlege, was mir vielleicht nicht gefällt und was ich verfeinern möchte. In der Regel heißt es mehr Knoblauch. Okay, das heißt, ich muss mit meinem neuen und alten Anbieter mal telefonieren. Dankeschön. Das heißt, wenn ich Pech habe, habe ich dann eine Zeit lang eine neue Handynummer und dann wieder die alte?
Weil ich habe jetzt erst die neue SIM-Karte mit einer quasi vorläufig neuen Nummer. Und die alte SIM-Karte, also der Vertrag läuft, glaube ich, am 5. oder so aus. Okay. Ist zwar blöd, dass ich dann den Leuten erstmal quasi eine andere Handynummer gebe und sage, lass die alte drin. Aber im Endeffekt behalte ich ja dann meine Nummer, auch wenn es ein bisschen dauert. Blume! Ich habe das halt, wie gesagt, ich habe sonst immer eine neue Nummer gemacht. Immer habe ich sonst mir gedacht, ja, irgendwelche Dullis, also konkrete Dullis, hatten halt meine Handynummer, wo ich das nicht mehr haben sollte. Ich schau mal, Jule, danke für eure Tipps. Oh mein Gott, was bist du denn für ein Dulli-Dingsbumsi? Der alte Vertrag existiert noch, ja. Der müsste am, ich meine, am 5. ablaufen. Kann aber auch ein anderer Tag sein. Aber so Pi mal Daumen. Oh mein Gott, hier ist nochmal ein Checkpoint. Das ist perfekt. Also ich habe kein Handy dabei und nix. Ich habe jetzt mal wieder einen Vertrag ohne Handy. Vor 2 Jahren hatte ich ja nochmal einen Vertrag mit Handy gemacht. Das bezahlt sie ja dann immer. Oh mein Gott, ich erinnere mich an Dinge. Das bezahlt man ja dann so immer in 2 Jahren ab. Weil mein altes Handy halt nicht mehr ein vernünftiges war. Danke, Iggy. Ich glaube, am Donnerstag... Oh Gott, ich hasse es. Ich glaube, am Donnerstag habe ich Zeit dafür. Ich glaube, ja. Ich habe keine Zeit! Vielleicht schaffe ich es auch morgen oder übermorgen, aber spätestens Donnerstag auf jeden Fall. Donnerstag habe ich meinen Chill- und Packtag. Also abends dann. Das Vieh ist fies, weil wenn du es dich habst, hast du einen Insta-Kill an der Backe. So, wie komme ich hier runter? Da hinten. Das ist jetzt wahrscheinlich eher schlecht. Ich... Sorry, ich muss mich kurz bei dem Vieh konzentrieren. Was? Ruf. Was? 765376. Gesundheit. Bitte was? Oh, Peng Bum! Nice! Durchgelackt! Wie gut. Ein Direkttreffer. So, oh Gott. Bei 2 Kolleginnen mitgenommen. Ah, mitbekommen. Jule ist schlau. Howie Klugi! Oh, warte, 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 warte. Ich musste hier was machen. Die Stelle ist dumm. Aber ich weiß, was ich machen muss. Ich krieg das mit dem Controller gefummelt. Und auch noch selber gemacht. Sehr gut. Jule weiß Bescheid. Rufe ich dann zuerst bei dem neuen oder erst bei meinem alten Anbieter an? Wahrscheinlich erst beim alten, ha? Und halt meine Kundennummern parat haben, damit die wissen, wer gerade was von ihnen will. So, haben wir das Ding von Peng Bum noch? Eine Wunschnummer? 1337696969. Die müssen die freigeben. Genau, das war auch mein Gedanke. Geburtstage bei der Wunder. Ich hatte mal eine Handynummer, das ist aber schon... 2 Handynummern oder so her, die konnte ich auswendig. Die hätte ich eigentlich behalten müssen, aber es hatte mindestens... Eine Person, wo ich das nicht wollte, die Nummer. Von früher halt. Ne? Manchmal hat man halt mit Leuten Kontakt gehabt, wo man irgendwann feststellt. Ah, ah. So.
Jetzt ist halt die spannende Frage. Ich glaube, ich muss erst hier. Ich kann treffen. Okay, danke für eure Tipps. Das kriege ich dann hin. Wie viel Schuss habe ich noch? 2. Aber da ich mir relativ sicher bin, dass hier was Wichtiges drin... Wir haben alles. Hier ist gar nichts Wichtiges mehr. Okay. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass hier eine Blume oder so ist. Weird. Perfekt. Dann haben wir alles. Dann war mein Reset gut. Die jetzige habe ich zum schnellen Rauskopieren in einem Textdokument auf dem PC. Und am Handy habe ich auch meine eigene Nummer gespeichert. Ja, Jule, das ist einfach dumm. Dass man nicht einfach sagen kann, das ist mein alter Anbieter, das ist meine alte Nummer, ihr seid jetzt der neue Handyanbieter, regelt das mal. So ist das ja zum Beispiel auch, nicht immer, aber ganz oft, zum Beispiel bei Stromanbietern. Dass sie sagen, ey, wir wollen dich. Wir kündigen deinen alten Vertrag für dich. Ich möchte meine Schmuggeldinger. Hallo Sina, wie geht's dir? Wo war der jetzt? Ich glaube, der zweite von links, oder? Yes! Gibt's bei Yoshi's Island eigentlich coole Quality of Life Rom-Hacks? Grollt und dunkel. Fühle ich, Sina. Heute ist Montag. Dann lass dich hier gerne ablenken. Wenn du möchtest, fühle ich gepattet und gepettet. Nach dem Stream gibt's auch noch lecker Essen bei mir. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Horrorshow rein. Quasi. Das Ultra-Level ist super. Das ist einer der Bosse, den ich als Kind nicht alleine geschafft habe. Da musste immer... Ich glaube, den Boss hat meine Mutter immer gemacht. Es gab einen Boss, den hat mein Bruder gemacht. Aber das war die große Schildkröte. Die kommt erst später. Und die Unterwasser-Level hat meine Mutter früher auch immer gemacht. Nur mach mal bei Kitty Werbung für dich. Ja, Sina streamt aktuell nicht, weil sie andere Sachen tut. Aber Sina streamt bestimmt irgendwann mal wieder. Also folgt ihr gerne, wenn ihr Bock habt. Das ist eine ganz liebe. Die spielt so coole Sachen wie Toilettensimulator. Das ist kein Joke. Sie geht da mit einer super Art ran. 4-8. Ah. Was? Jahrelang eine Sim... What the fuck? Dürfen die sowas? Ich würde denen auf den Arsch hauen und dann lieber die Nummer weggeben. Toilettensimulator. Ey, das war super, Sina. Weil du dabei halt total ernst bleibst. Naja, ich schau mal. Also wenn ich jetzt meine Nummer nicht behalten kann, ist es jetzt nicht super wild, wenn das irgendwie gar nicht klappt. Aber es wäre halt cool. Rechtlich gesehen hast du keinen Anspruch auf die Nummer. Nee, aber dass du halt dann deswegen nicht noch ewig was weiter bezahlst, wie jetzt bei Julis Freundin. Kollegin, Entschuldigung. Oh, oh Gott, lass mich in Ruhe. Also ich habe jetzt auch einen super günstigen Vertrag. Vorher habe ich halt, wie gesagt, noch 2 Jahre ein Handy abbezahlt. Ich bin falsch abgebogen. Aber das kann ich jetzt kündigen und dann gehe ich auch auf einen Vertrag für unter 10 Euro. Tschüss! 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 Also wenn du nicht viel Ansprüche hast, ich brauche nur so ein paar Gigabyte im Monat, mit 5 komme ich aus. 2 wäre ein bisschen wenig. Und halt diese üblichen Flatrates, das ist fein für mich. Das zum Beispiel habe ich als Kind nie hinbekommen. Hier lernst du nämlich das Schreckschießen. Das wollte ich nicht. Ich meine, klar, du kannst halt auch runterhüpfen und das abholen, aber es ist halt gedacht, dass man das lernt. Oh, ich habe doch getroffen. Nice. Perfekt. Hatte ich früher auch schon diese
unter 10-Euro-Verträge, wo du halt wirklich nur den nötigsten Kram hast. Das wollte ich nicht. Eine rote Münze. Meinst du hier, Iggy, oder weiter zurück? Ich wollte da nicht rein. Ah, halt, stopp. Ich hab dich nach links gedrückt. Meinst du hier in dem Bereich, Iggy, oder weiter links? In dem Raum links. Oh, danke schön. Blindfisch. Was tue ich da gerade? Guck mal, kaum ist Sina da, bin ich total aufgeregt beim Spielen. Ja. Sorry, Sina, ich brauche immer eine Ausrede, warum mein Skill gerade schlafen geht. Ich kann es ja nicht immer nur auf Jule schieben. Das fällt irgendwann auf. So. Sina, guck mal weg. Sina jetzt so, okay. Würde sie auch noch machen. Wenn es mir hilft. Ui. Okay. Oh nein, ich komme hier rein. Oh Gott. Was ist das? Also es ist ja nicht Muscle Memory, aber wenn ich mich erinnere, wo die 100% sind, ist das quasi Muscle Memory nur anders. Oh Gott, du schon wieder. Kann ich nicht einfach... Geht das? Killt das den? Yo, Baby, bei Fuß. Premium Memory. Genau, Premium Memory. Okay, pass auf. Hier ist an mindestens 2 Stellen... Die kann nicht, wenn jemand zuschaut. Ja, korrekt. Okay, das passt schon mal. Wie viele Eier haben wir denn? 3, 4, 5. Komm. Gibbe. 6. Dicht. Wow. Sehr gut. Ah, Sina guckt wieder zu. Ich kann wieder nicht. Ich kann wieder nicht. Ich spüre das, wenn sie hinguckt. Das klingt jetzt ein wenig falsch. Ah, also, ich erzähle euch jetzt was anderes Lustiges zum Ablenken. Und zwar, dass meine Katze sehr süß ist. Ja. Hilft das? Nein? Schade. Ich habe übrigens im Arbeitskühlschrank für... Wann bin ich im Büro? Mittwoch im Chor Wachkalt stehen. Das ist meins. Da steht mein Name drauf. Das zumindest der bisherigen Erfahrung nach die Kollegen davon abhält, zu klaumopsen. Bisher wurde mir nichts geklaumopst. Will ich hier runter? Also ich komme auf jeden Fall wieder hier hoch. Oh Gott, hallo, na? Bonk, 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 bonk. Ach genau, die konntest du nicht killen, die konntest du nur kleiner machen. Ich erinnere mich an den Bums. Ich brauche Munition. Komm mal her, laufende Munition. Oh oh. Munition. Blabebe. Fromage. Haha! Oho! Skill Kitty kommt wieder raus. Skill Kitty mit Dulli Controller. Let's go! 1, 2, 3, 4. Bitte kotz weitere Freunde aus. 5. Kotz Freunde aus, die ich in Eier verwandle und dich dann damit verhaue. Sehr gut. So, 5 Stück reichen eigentlich auch. Jetzt kann ich wieder hier hoch. Das ist ein Level, da musst du einfach nur alle Abbiegungen mitnehmen und dann findet man eigentlich alles. Und dann gibt's lecker Audrey zum Abendessen. 2, 3 Eier. 4. Klatsch ihm deine Eier ins Gesicht. Mach ich gerne, Iggy.
No King Shaming. Oh, guck mal hier den Skill Jump. Hör mal, jetzt ist aber. Oh, jetzt werde ich wild. Oh, hi. Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt was, was schlaue Klugi ist. Eins. Das war nicht so schlaue Klugi. Sina hat Spaß, ja. Mhm. Drei. Ich kann zählen. Fünf Eier. Gib mir noch dein sechstes Ei. Dankeschön. Oh, na gut. Oh, ich erinnere mich an die Stelle. Hier hatte ich dann als Kind immer Probleme, weil du halt hier wirklich diesen Schrägschuss machen musst. Das hat mich als Kind komplett überfordert. Aber jetzt baller ich halt einfach durch. Oh, da ist wieder Stuff. Ich glaube, wir kriegen vor Audrey auch noch mal... Oh Gott, kennt ihr? Kennt ihr bei Audrey? Ich muss euch gleich was zeigen. Wusstet ihr schon, dass man Audrey auch machen kann, ohne Audrey zu machen? Also den Boss hier. Darf ich das mit dem Safe State zeigen? Ja, oder? Pass auf, das zeige ich euch mal. Kleiner Fun Fact. Ja, pass auf. Ich mach mal schnell einen Safe State, sobald ich das gefunden habe. Und dann machen wir Audrey noch mal ordentlich. Aber da muss ich halt nicht durch das komplette Level, ja? Also pass auf. Ich hoffe, ich krieg das direkt auf Anhieb hin. Du hast hier den Eingang zum Boss. So. Und da geht, wenn man weit genug rechts ist, geht die Tür auf. Aber man kann auch ganz vorsichtig hier so das Bild reinscrollen. Na, krieg ich's hin? Na? Sonst müsste man halt noch treffen. Fuck, Moment. Mach's nochmal kurz. Also mit den Safe States ist ja gerade nur für den Keck-Sieg. Ah, Moment. So, hier so langsam rantasten. Da ist Audrey in klein. Da ist es. Ach, was soll das? Du Fiesling! So hast du den Boss besiegt, ohne dass was passiert ist. Und Nintendo hat das sogar so intended. Weil Kamek drauf reagiert. Das ist so gut. Wir machen Audrey jetzt aber nochmal ordentlich. Ich liebe daran, dass es halt wirklich intended ist. Das geht auch auf dem Original Super Nintendo Spiel. Das hat nichts mit der ROM oder dem Emulator zu tun. Kleiner Fun Fact. Weil sobald du hier bist, geht die Tür zu und Kamek kommt. Was ist los, du hässlicher Wichtigtuer? Hast du immer noch nicht genug? Hat Audrey nicht einen süßen Bauchnabel? Ups, das ist mir wohl rausgerutscht. Ich dachte echt, das kennen schon ganz viele, aber wir haben ja jetzt echt mehrere Leute im Chat, die das noch nicht kannten. Könnte ich euch mal was zeigen? Also wenn du mal keinen Bock hast, Audrey zu machen, Amaya. Blablabla. Wenn ich sie jetzt verkacke, darf ich aber keinen Self-State laden für die Sternis. Das wäre geschmuggelt. Bam. Blablabla. Manchmal ist man halt faul, Iggy. Oder Speedrunner. Yes! Mein Audrey ist super easy. Wenn man weiß, was man tut. Und die Bossmusik ist geil. Und Yoshi so, oh, Augen zu.
glaube, wenn man nicht genug Eier hat, dann fallen diese weißen Viecher runter. Die erst gefressen werden können, wenn sie schon gelandet sind. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die hatten wir dem Level auch ein paar Mal. So, wir müssen in das eine Level nochmal rein und rausfinden, wo das Blümchen ist. Da dürft ihr dann auch gerne bei Bedarf schreien. Also gerade beim Replay ist BSG erlaubt. Ansonsten halt sowas wie Iggy zum Beispiel gerade. Oh, ehrenlos, danke Iggy. Wo ich ja dann einfach die rote Münze übersehen habe. Ansonsten hätten wir damit das halbe Spiel durch. Da wir heute ein bisschen kürzer machen. Ein Stream noch. Nach heute. Und dann sind wir durch. Falsches Level. Geh gleich wieder raus. Geht das nochmal? Ah, Start Select. Was? 3-6? Ich glaube schon. Ja, 3-6. Und danach sind wir mit der Welt durch. Keine extra Level. Die sind kackenschwer. So, das war ja der Level hier. Das heißt, wir gucken uns überall ganz viel um. Zum Beispiel, ob hier ein Blümchen ist. Ich habe auch zum Raiden heute potenziell jemanden im Kopf. Ob das so klappt, sehen wir dann. Oh, ich mag diesen Schoko-Yoshi. Ich hätte auch wieder richtig Bock auf Schoki. Da unten war ich, glaube ich. Ja, das ist einfach die Wand. Wisst ihr, was auch das Gute daran ist, dass das Wetter sich aktuell hier in NRW ein bisschen beruhigt hat? Das Sommerwetter. Meine Allergie dreht nicht ganz so durch. Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich habe beim Hausarzt gefragt. Die machen keine Allergietests. Ich muss mal beim Hautarzt dafür anrufen, ob die das machen oder HNO. Yay! Ich meine, ich hätte bei meinem Hautarzt schon mal gesehen, dass sie das anbieten. Allergietest. Damit ich weiß, gegen was ich jetzt konkret allergisch bin. Irgendwas Sträucherbaumartiges, irgendwas mit Heuschnupfen halt. So. Wie gesagt, ihr dürft schreien, wenn ihr ein Blümchen seht. Oder generell was Sammelbares, falls ich es übersehe. So. Diese Mäuse nerven halt auch gar nicht, ne? Fip, 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 fip. Darf nicht ungeduldig werden. So, hier ging es hoch. Hier vielleicht was übersehen. Waren hier nicht auch noch diese fiesen Fieslinge in Blau, die das Babyklau mopsen? Nee. War das ein anderes Level? Es gibt ein Level, wo sich hinter Pilzen noch fiese Fieslinge verstecken. Okay, schauen wir weiter. Wo Blume? Also wenn alle Stricke reißen, gucke ich auch nach. Das ist nicht das Problem, aber ich würde halt schon eigentlich gerne nach der Erinnerung gehen. Hier ist auch nichts. Die Blume hatten wir auch. Also klar, ich muss es halt noch einmal komplett sammeln. Aber ich überlege halt. Bin ich hoch genug? Ja, easy. Ich glaube, man merkt, dass ich das Spiel schon ungefähr 30 Mal durchgespielt habe. Nun. So, hier sind die roten Münzen. Idee. Ich glaube nicht, dass es was bringt, aber... Okay, dann komme ich einfach nur da wieder rüber. Gut. Das heißt, ich kann theoretisch auch andersrum, oder? Warte.
Das geht sogar. Nice. Gerade so. Man könnte da einfach abkürzen. Na, die roten Münzen. Bitte mitnehmen. Oh mein Gott. Nimm doch meine Inputs. Ich meine, rein theoretisch könnte ich meinen kaputten Controller just for the lulz und just for the Neugier aufschrauben. Mal aufschrauben, let's go! Ich glaube nicht, dass das für irgendwen interessant wäre. So. Vielleicht hier irgendwo. Hier habe ich mich nur sehr, sehr kurz umgesehen. Hier geblieben. Ah ja! Ganz ruhig. Alles wird gut. Manchmal gibt es ja auch noch so versteckte. Wow. Oh, God dang it! So versteckte Fragezeichen-Dingsbumsies. Ey, die Stelle ist halt echt. Hier sind so viele nervige Gegner, ne? Was ist denn hier? Ich habe die Blume gefunden. Blume gefunden. Hallo Schmönku. Na, wie geht's dir? Ich hab nicht mitbekommen, dass das Ding aufgehört hat. Oh nein! Nun. Ja, ich wollte Schmünko zeigen, wie das Level aussieht. Ja. Neuer Monitor. Nice. Ist er jetzt doch schon da? Ich dachte, es dauert länger. Oder ich habe wieder nicht aufgepasst. Da ich mir nicht alles gemerkt habe, ich bin ja alt. Gehe ich gerade mal ein bisschen langsamer durch. Wow. Wir waren fast fertig und dann sowas, ne? Gut. Genau gekommen, wie er sollte. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann hatte ich was falsch im Kopf. Ich passe doch nicht auf. Aua. Ach Gott, dang it. Macht mich doch nicht fertig. Fiep, 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 fiep. Ich fiep gleich zurück. Also hattest du vorher schon zwei Monitore, Schminke, oder hast du jetzt erst zwei? Ich bin irgendwie durcheinander gekommen bei dir. Ungeduld, Kitty! Ungeduld, Kitty! So, hier oben war auf jeden Fall Stuff. Zum Beispiel dummer Igel. Krieg's hin, alles gut. Rache! So nämlich. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. War hier unten was? Oder hätte ich die Abkürzung nehmen können, die ich eben gefunden habe? Tippet, ich merke mir doch keine Sache, die länger als 3 Sekunden her sind. Hier sind nur Mäuse. Ich glaube, ich hätte abkürzen können. Ja, hätte ich. Na gut. Eine Allergie gegen Igel. Ich erinnere mich an den Dark Souls Stream, Iggy. Vorher auch schon 32
Zoll 4K, 27 Zoll 4K. Okay, jetzt hast du 2x32. I see. Oh Gott, das wäre mir ja viel zu groß. Eagle Gate. Mach ich gerne, Iggy. Mo freut sich dann immer, den sehe ich ja wahrscheinlich auch auf der Gamescom. Ich habe 2x24 und 1x21 oder so. Also was ich bisher so an Erfahrungen mit 27 Zöllern gemacht habe, ne, es war mir definitiv zu groß. Jedem das seine natürlich. Aber Schmünke will natürlich einfach nur die süßen Katzenfotos in besonders groß sehen. Und besonders hochauflösend. Ich hab ihn durchschaut. Ah, ich hab's vergessen! Iggy, please! Man gewöhnt sich an die Größe. That's what he said. Entschuldigung, Schwünke, aber die Vorlage war super. Nun. Ich konnte nicht widerstehen. I'm sorry. Ah! Oh Gott. Ich hab's im Griff. Die war bewusst. Schwünke, please. So, diesmal mit weniger Chaos, habe ich gehört. Ich meine, eigentlich hört man das Ablaufen auch, aber ich war abgelenkt. Mirko ist schuld. Ja, 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 ja. Und Iggy hat es auch noch geklippt. Danke, Iggy. Nun. Diesmal war ich vorbereitet. Und ich habe natürlich nur die Moneten gesehen als Streamer, ne? Da bin ich natürlich auf die wichtigen Dinge fokussiert. Ich meine, was? Wie zum Beispiel Eagle. Ich verstehe Mo langsam. Hey Iggy, wie wär's mit dem Shoutout für Mobert? Wo wir gerade so schön von Mobert reden. Auch ein super lieber Kerl, sonst würde ich dir nicht auf der Gamescom treffen. Sina, bist du auf der Gamescom? Du bist doch auf allen krassen Events. Ich werde vor allem Nirsch wieder treffen. Die krasseste Streamerin. Ja, 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 ja. Hui. So, jetzt müssen wir hier den ganzen Rotz mitnehmen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Bin ich gar nicht. Doch. Ich finde schon. Ich habe sogar ein Autogramm auf meiner Nirschtasse, ja. Yay, damit haben wir alles. Ich habe also einfach nur die Röhre übersehen. Wie ist Moos Twitch-Name? Blacklink 1996. Theoretisch. Ah nee, meine Shoutouts auf dem Stream Deck funktionieren nicht mehr. Dankeschön. Da sind die extra Level, die wir ignorieren. Was ich sagen, habe ich das gesagt? Auf jeden Fall ist Mobert ein ganz lieber Kerl, sonst würde ich den nicht auf der Gamescom nerven. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich Sachen nur denke oder auch gesagt habe. Weil manchmal sage ich Sachen nicht und denke sie nur, weil ich Dulli bin. Goombas! Sind das Goombas? Ich glaube, es sind Goombas. Mo ist einfach auch super chill. Ich mag super chill Leute. Ich mag nicht so diese Streamer. Meistens sind das die großen Nummern, die sind so. Hier bin ich. Abdrehen. Also, jedem das seine. Aber wie auch bei Freunden mag ich lieber so diese ruhigen Typen. Also nicht ruhig. Schlaftablette muss ja jetzt auch nicht sein, aber so halt generell. Also, Kitty, ein großer Streamer.
Bin ich so aufgedreht? Also, manchmal, wenn ich Kaffee hatte, vielleicht. Bronk. Oh Gott! Ich! Chill! Ja, Treffen üben wir noch mal. Iggy, danke Iggy. Das Clip teilen. Von Mobert. Bam, 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 bam. Ja, immer. Wollte ich hier rein? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich hab dich genau gesehen. Offensichtlich wollte ich hier rein. Ich hab dich gesehen, aber zu spät. Sehr gut. Ey, was macht der Scheige auf meinem Rücken? Junge. Der Platz ist reserviert. Frech. Shy Guy, Bester. Wow! Ich hab dir nicht gesehen. Mein Baby. So. Shy Guy geht nicht rum. Ja, true. Lass mal gegen Shy Guy tauschen. Ich hab's im Griff. Manchmal. So. Bullet Bills! Wo du einer von denen bist, die despawnen. Also weitergehen tut's, glaube ich, oben. Das heißt, ich will hier meinen Stuff sammeln. Oh, hi. Komm mit. Vergiss es. Aber wisst ihr, was witzig ist? Wenn man Bullet Bills einfach einfriert. Wupp. Ich mag das. Das ist witzig. Man kann so viel Unfug in diesem Spiel treiben. Und ich mag ja Unfug. Hui. Super Schmupper. Da ist eine rote Münze. Ich! Da ist auch wieder eine rote. Ich hab's im Griff. Ich hab's im Griff. Ich hab's im Griff. Ich hab's tatsächlich im Griff. Yes! Skill! Ich erinnere mich an diesen Level. Aber warum? Irgendwelchen dummen Gründen bestimmt. Keine roten Münzen. Keine roten Münzen. Auffällige Stelle, an der nichts ist. Oh mein Gott, deswegen erinnere ich mich an diesen Level. Hallo, na? Steiger ist ein Mo. Der dich aus irgendeinem Grund reitet und ihr wisst beide nicht so richtig, wie es zu der Situation gekommen ist. Moment, das klingt gerade im Kontext zu Mobert ein bisschen, falsch? Ich bin heute durch. Blechkeck. Nun. Und ich will ja nichts sagen, aber diese Aussperrung hier erinnert mich an etwas. So für die Erwachsenen unter uns. Meine was? Oh, ist hier wieder... Ja, okay, wir haben gleich wieder Super Baby Mario. Ich sehe das schon. Otto Rocco. Ja. Schlupp. Oh. Das habe ich blöd abgeschossen, aber ist okay. Let's go. Ist das eine rote? Manchmal sieht man es nicht so gut. Nein! Blume!
Warte, warte, ich rette das. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich rette das. Oh, was ist das denn? Oh, das kann ich auch noch nicht. Hier ist ein One-Up. Warte, warte, ich rette das. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Komm mit, komm mit, komm mit. Bei Fuß. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh Gott. Er ist aggro. Er ist aggro. Yes. Oh mein Gott. Chill. Was hat Yoshi gerade für eine Yeet-Physik drinne? Fuck. Yoshi, beruhig dich mal. Yes, wir haben alles. Wir müssen nur kurz schmuggeln. Yay! Kein Minispiel. Mini liegt übrigens sehr, sehr süß in ihrem Sitzsack. Sehr, sehr süß. Wenn das nicht meine Katze wäre, würde ich sie halt schon mopsen, ne? Ich meine, was gibt's Schöneres als eine Kuschelkatze? Niagara-Höhle. Pass auf, da Nirsch sie dir nicht mopst. Das könnte passieren. Wenn Nirsch einmal Mini bürstet, dann hatte ich mal eine Katze. Dann geht Mini freiwillig mit Mini. Mini geht dann freiwillig mit Nirsch mit. Mini liebt Bürsten nämlich. Ob Chinchillas Katzen mögen? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Das ist dann Nirschs Problem. Hätte ich da reingemusst? Die Katze mag definitiv Chinchillas. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich da reingemusst hätte. Wird schon schief gehen? Oh Gott. Lakitos! Meins. Ich hau dich mal da so hin. Das ist okay. Warte, wo will ich rein? Ich glaube, ich will erstmal hier rein. Ein richtiger Chinchilla ist halt auch so ein Mo und so. True. Ach, Mini ist eigentlich auch relativ chill. Also sie ist halt eher menschenbezogen, als dass sie wirklich auf andere Katzen abfährt. Aber solange andere Katzen sie in Ruhe lassen, ist ihr das halt ziemlich Wumpe. Das ist eben schon nach hinten losgegangen. Oh, oh. Mini denkt sich so, ach, lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur kuscheln. Kuscheln und Liebe. Ich habe irgendwie in Erinnerung, ich wollte euch weghauen und dann den Schalter drücken. Oder auch nicht. Aber okay. Passt schon. Was hast du zu sagen? Ach ja, Flatterflug. Oh mein Gott. Ich hoffe, hier sind nicht zu viele rote Münzen. Mini hat eine sehr verständliche Einstellung. Ja, ne? Ich schaue gerade ein bisschen mehr auf die roten Münzen. Oh, hier ist eine rote. Hier auch. Hier auch. Oh. Gerettet! Der Skill ist heute zu Hause. Hallo, Herr Okami. Herzlich willkommen und viel Spaß im Lurk. Da darf der Iggy oder der Schmönko, sucht euch aus. Einmal bitte den Herrn Okami shoutouten. Der streamt nämlich auch. Dankeschön. Oh Gott, jetzt krieg ich hin. Ich liebe Yoshi's Island. Kindheit pur. Eine Riesin. Ah, komme ich vorbei? Ja, ich komme vorbei.
Ist halt auch so eins von den Spielen, wo die 100% ohne Extra-Level für mich dazugehören. Super Mario World, absolutes Lieblingsspiel. Oh Gott, damn it. Warte, was? Warte, was? Ah, okay. Gut. Ich habe keinen Schlüssel. Hätte ich einen Schlüssel haben müssen? Mario World 100% Vanilla können wir eigentlich auch mal irgendwann machen. Also Randos haben wir ja auch hier schon gespielt davon. Also auch eine Option, aber halt so Vanilla wäre eigentlich auch mal wieder was. Hier war teilweise Stuff versteckt, das weiß ich noch. Nirsch hat jeden der drei Shoutouts verdient, das ist richtig. Wir sind hier alle kleine Nirsch-Fangirls und Fanboys. Und ich freue mich auf mein Wochenende. Hat zwar nichts mit Shoutouts zu tun, aber ich freue mich auf mein Wochenende. What the fuck, Ende. Nirsch, ich komme dir gleich in die Schweiz und bonk dich. Lasst mich kurz nachdenken. Nein. In die Herbstwelt zu kommen. Ja, dafür brauchst du ja alle 96 Exits, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder musst du mal die Special World machen? Eins von beiden. Treffer? Warte, der geht auch schräg. Jetzt! Perfekt. Die Special World Level, ne? Oh Gott, die sind teilweise echt fies. Eine rote Münze übersehen. Wo denn? Was? Oh, mein Wasser ist leer. Ich brauche einen unbezahlten Praktikanten. So macht man das ja natürlich mit Praktikanten. Der A, mir immer neue Getränke bringt. Und B, der immer die Catcam passend ausrichtet. Je nachdem, wo sie gerade liegt. Also ich weiß, ich habe irgendwann mal als Teenager habe ich angefangen, mich mehr für Retro-Spiele zu interessieren. Und dann wollte ich irgendwann auch mal also ich habe dann den alten Super Nintendo gefunden und so. Und noch mal alles möglich gezockt. Und bei Mario World habe ich dann das erste Mal die 96 Exits geholt. Bei manchen habe ich mir echt einen abgesucht. Ich erinnere mich an diesen Level. Den Ballon. Es gibt auf der Star Road 2 richtig fiese Level. Einmal den mit dem Ballon. Oh, da ist noch mal dieses eine Level. Da hast du. Oh mein Gott, ich lebe noch. Oh mein Gott, ich lebe noch! da hast du relativ. Da hast du Bullet Bills und so Feuerviecher und sowas. Kannst du dazu erziehen, dir Trinken zu bringen? Ja, Mini, mach doch mal. Hier noch irgendwas? Oh mein Gott. Ja, okay, den Level müssen wir kurz restarten. Ich weiß aber die Namen von den Leveln nicht mehr. Ich mache mal eine geistige Notiz, dass wir vielleicht mal Mario World 100% Vanilla machen. Also wenn ich Mario World spiele, dann mit allen Exits, ne? Das war nicht ganz mein Plan, aber ist okay. Eier, wir brauchen Eier! Fräulein sind hergekommen. Ich droppe Frames, glaube ich. Droppe ich Frames? Ja, ich droppe Frames. In der Special World. Ach, mit ein bisschen Übung geht es mittlerweile, Timmy. Ich weiß, ich nehme jetzt den Mund sehr voll.
hoffe, ihr seid ja zumindest hört. Ich stelle mal wieder die Bitrate ein bisschen runter. Das hat die Tage auch geholfen. Weiß nicht, was da in letzter Zeit los ist. Vielleicht muss ich mal wieder den Twitch-Server ändern. Spontane Wiederbelebung. Im Alter lassen die Reflexe nach. Das stimmt, Okami. Wobei, als Kind habe ich mich aber auch sehr dumm angestellt. Wir gucken gerade mal, ob es sich beruhigt. Aber ich glaube, dass es sich beruhigt. Danke fürs Bescheid sagen, Schminku. Gut, bei Yoshi's Island ist es auch nicht so schlimm, wenn man mit ein bisschen weniger Bitrates strömen. Ich glaube, es hat sich gefangen. Oh, ich muss vielleicht ins Spiel wieder reintappen. Da ist mein Luftballon. Seid ihr als Kinder auch so sehr auf Luftballons abgefahren? Oh, da hinten ist noch eine Blume. So, ich glaube, hier in dem Bereich haben wir schon mal alles. Oh mein Gott. Ich finde halt auch die Schwierigkeitsgrad-Kurve von Yoshi's Island super. Es ist kein super schweres Spiel. Auch nicht auf 100%, würde ich sagen. Klar, ein bisschen anspruchsvoller wird es dann schon, wenn du alles machst. Aber ich finde halt, dass die Art, wie der Schwierigkeitsgrad ansteigt, super ist. Also es wird halt einfach nicht zu steil und das gefällt mir. Genau, als Kinder sind wir schließlich alle Dullis. Beim Hochhalten des Ballons, was? Den Zeh gebrochen? Die Bonuslevel, ja klar, aber ich meine jetzt mein 100%. Essen ist im Ofen, ich komm rum, Jule. Auch wenn ich Gyros hab, was weg muss. Lecker Gyros-Reispfanne nachher noch. Hallo, na? Das machen wir mal ganz einfach, weil das wird mir sonst zu heikel hier. So, genauso wie das hier. Ich. Okay, ich glaube, ich habe alles im Griff. Ach, dabei umgeknickt. Oh nein, Schminko, das klingt sehr unangenehm. Oh mein Gott. Den haben wir verpasst. Der war fies. Den müssen wir nochmal holen. 100%, 100% ist super, super fies. Und die Kugel will ich hier auch. Übrigens. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Aber da ich ja auch bewusst gesagt habe, das wird jetzt mein Chill-Projekt, keine 100%, 100%, dann werde ich ja wahnsinnig im besten Fall. So. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das war nicht ganz damit gemeint. Pass auf, pass auf. Nein! Nein! Ah, so ähnlich. Ich reagiere ganz furchtbar auf Zeitstress. Blutnase nun. Was? Schmücklos kein Nasensab? Nein, alles gut. Ah! Hitbox! Was schalosch? Als Ursache Luftballon. Ah, deswegen mag ich Rundenstrategie. Fühle ich. Also wenn Strategie, dann will ich wenigstens meine Dulli-Züge in Ruhe machen und in Ruhe verkacken. Okay. Hier, wie nennt man sich das? Der Damage Boost! War zwar nicht geplant, aber es hat funktioniert! Du hältst jetzt mal die Klappe, du blöde Potsau. If it works, it ain't stupid, sag ich immer. Aua.
Ich hätte mich vielleicht vorher noch aufladen sollen. Naja, egal. Was tue ich da? Offensichtlich Unfug. Okay, pass auf, Profi-Move. Dann hier parken. Dann kannst du in Ruhe alles abschießen. Haha! Ich wollte eigentlich noch was anderes weiter unten gemacht haben. Oh oh. Nämlich den einen Pfosten einstampfen. Wo ich mich eben hab stressen lassen. Ich hoffe, da war keine rote Münze drunter, du. Oh oh oh. Oh oh oh. Tja, wir werden es wohl rausfallen. Ihr seid heute aber auch an nervigen Stellen, hör mal. Habe ich was gesagt? Gut. Ich wollte nur noch mal rausfinden, ob ich an den einen Pfosten muss. Alles geplant. Pure Taktik. Ja. Man muss einfach nur gut argumentieren können. Wie auch bei Fox. Ich hab das genau gesehen, du blöde Potsau. Habt ihr das gerade auch gesehen, den kleinen roten Streifen? Oh mein Gott, ich hasse das Spiel gerade ein bisschen dafür. Also ich liebe dieses Spiel, aber manche Sachen sind fies versteckt. Das war gerade mehr Glück als alles andere, du. Das geht so nicht. Das ist ja vom Spiel geschmuggelt. Wie fies! Diese Fieslinge! Das habe ich nicht erlaubt. Oh Gott, das war eigentlich der Plan. So, dann wollte ich hier einmal gucken. Na gut. Dann halt nicht. Ich! Wieso denke ich immer, dass die nur einmal schießen? Wie komme ich auf diese Idee, ha? Kann mir das einer sagen? Bin ich bescheuert? Also ich meine, ja, natürlich. Aber warum? Oh mein Gott. Ich muss da links ganz schnell hin. Aus dem Weg. Die schießen zweimal lang einmal. Ja! Aber warum denke ich, dass sie anders schießen? Wow. Mhm. Gib mir mal ein bisschen Munition. Wie viel habe ich? Keine Ahnung. Aber ich brauche noch mal einen von deinen Kugeln. Dafür. Zwei habe ich. Okay, zwei Eier. Alles gut. Ich habe alles im Griff. Einmal, zweimal und kurz. Einmal, zweimal, kurz. Geht doch. Das will ich haben. Wir brauchen noch eine Blume, fünf Mischen. Hallo Spezikun? Wie komme ich auf Spezikun? Hallo El Seppo. Sorry. Oh mein Gott, was geht jetzt wieder für Party ab? Guten Morgen. Ich habe heute Duli-Tag. Nun. Spezi, nun. War das gut, dass ich schon nach oben gegangen bin? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Ah, hier ist noch mindestens eine Blume. Luftballon! Let's go! Die Eier werde ich brauchen. Ich muss gucken, hier sind auf jeden Fall rote Münzen und Blumen dabei. Nein! Doch, vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Weiß Kitty etwa, dass ich hier Spezi habe? Geil, gib her. Okay, kann es sein, dass ich gerade dullihaft was verpasst habe? Kann ich nochmal da hoch? Da gibt es Tages. Nein. Ich
habe irgendwo irgendwas verpasst. Blöd. Was war das bitte? Okay, cool. Das ist okay. Das ist mir egal. Wo waren die 5 Münzen? Wären die auf dem Ballon gewesen? Bin mir nicht sicher. Ach so, ich habe ja immer noch kein neues Trinken. Ich will auch Spezi. Ist ja doch gut was los dafür, dass Deke heute Wünscht dir was Woche macht. Da müssen wir nochmal rein. Rubbeln. Okay. Vielleicht können wir ja diesmal erfolgreicher rubbeln. Als beim letzten Mal. Ah, ich habe was freigerubbelt. Was Gutes. Geil. Das ist nämlich schon mal ein One-Up. Das ist kein One-Up. Noch eins? Yeah! 2 One-Ups. Also ein Two-Up quasi. Wupp, wupp. Erfolgreich rubbeln nun. Also. Ich meine. Wild ist es heute ja sowieso schon, ne? Wir müssen in 2 Level nochmal rein. Körbro! Big Puschel. Entschuldigung, Big Puschel. Big Puschel. Ich glaube, danach machen wir die erste Hälfte der Welt auf 100%. Und dann schauen wir mal, ob wir noch weitermachen oder Feierabend machen. Ich wollte ja heute eigentlich nicht so lange. Übrigens, habt ihr im Sonic-Stream aufgepasst? Gotta go fast und so. Gotta go fast. Da will mich nämlich was momsen. Bis es dann auf Stein beißt. Oh, hatte ich als Kind Angst vor dem, ne? Fand das als Kind super hektisch. Krieg auch langsam Hunger. Und dann lieber jetzt noch die angefangenen Level auf 100% ballern, als beim nächsten Mal keine Ahnung mehr haben, was ich gemacht habe. Oh Gott, ich erinnere mich. Wir müssen 4 Schlüssel sammeln. Ich heb mir mal kurz das Sternenkreis-Dings auf. Ich erinnere mich. Fangen wir einfach mal hier an. Ich habe keine Ahnung mehr, welche Bereiche einfach waren. Du hast auf jeden Fall rote Münsche. Das habe ich gesehen. Und Sternis. Hui. Oh oh. Oh, nerv nicht. Ich glaube, bei euch war nix drin. Hoppala. Nee. Oder? Nee, der hat nix. Ich. Lass mich in Ruhe. Aber hier ist was. Oh, hi. Du schon wieder. Das Minispiel war was mit Rubbeln, Schminko. So, ein Schlüssel Hammer. Dann würde ich sagen, wir aktivieren den Sternkreis schon mal als Backup. Ich will mir das hier halt ein bisschen einteilen. Da ich jetzt mein Backup habe, gehen wir in den Lava-Bereich. Dann sind wir nämlich endlich mal ein... Also ich wäre dann ein hottes Grill. Ist Yoshi männlich oder weiblich? Yoshi wäre dann wahrscheinlich eher ein hotter Boy. Was für Kontext. Kontext ist was für Anfänger. Gerade hier, weiß man doch. Rubbeln hilft sofort. Ja. Im Kunstraum. Sehr gut. Nun. Ah, das ist hier wieder so ein Ding, wo man nicht gleich sieht, ob es rote Münzen sind. Tschüss. Damit meint ihr natürlich das Freirubbeln von Leben in Yoshi's Island. Ja, 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 ja. So und nicht anders.
Die Teile? Was meinst du, Iggy? Natürlich meinen wir das. Ich bin gerade so ein bisschen konzentriert. Weil das hier halt Insta-Dev-Bereich ist. Diese Drehpfeil-Flugdingsies. Ja, die hatten wir auch schon mal. So, ich gebe mal meine Schlussel ab. Dann habe ich wieder ein bisschen Plosch. Eins. Den hebe ich mir auf. Zwei. Ein Drehpfeil-Flugdingsie finde ich super. Ich weiß jeder, was gemeint ist. So. Wo das Spiel damit eskaliert. Das stimmt. Mini-Kirbys. Guck mal, es gibt Mario und Goombas in Zelda. Es gibt Kirbys in Yoshi's Island. Das ist einfach alles komplett wild bei Nintendo so. Da will ich noch nicht rein. Wir gehen erstmal hier rein. Vor dem anderen hole ich mir dann noch einen Checkpoint. Toll, hier sind ja auch die Stacheln. Ugh. Wie funktionieren die nochmal? Ach ja, mit dem Super FX-Chip vom Super Nintendo. Wie auch sonst. Kennt man doch. Gute Nacht, Timmy. Viel Spaß beim Telefonieren mit deinem Freund und lass Grüße da. Yes, first try. Dafür habe ich das verkackt. Sehr gut. Das waren auch alle roten. Perfekt. Jetzt ist halt die spannende Frage. Oh mein Gott. Ich habe alles im Griff. Ich brauche das Dingsbumsi. Okay, dann war hier alles von ein paar random Keks aus dem Internet. Quasi. Ich glaube, man konnte die auch durch in den Mund nehmen. Resetten. Hallo, Mario. Na, wie geht's dir? So macht man das ja, ne? Dinger resetten, indem man sie in den Mund nimmt. Weiß ja jeder. Mhm. Hier war auch noch mal irgendwas Komisches, oder? Habe ich da wieder was falsch im Kopf? Kann ich jetzt bitte mal mein Ei haben, ohne zu sterben? Dankeschön. Ich nehme einfach mal die Tür hier. Müde muss arbeiten. Die hobbymäßige Art von Arbeit. Oh no. Dann, will ich dabei gut unterhalten oder so. Ich habe Angst, da runterzufallen. Wahrscheinlich lande ich dann in der Tür, die ich eben gesehen habe. Und das hier ist mein Ausgang. Ich verstehe Dinge. Dann bringe ich mal kurz den Schlüssel weg, hol meinen Checkpoint und dann machen wir den letzten. Dann fühl dich hier abgelenkt. Ich glaube, müde sind wir heute alle. Es ist schließlich Montag. Also ich bin montags zu, wenn ich nicht Urlaub habe, zu 90% müde. Die nehme ich auch schon mal mit. Dann kann ich sie gleich nicht vergessen. Und dann sind sie im Checkpoint schon mal gespeichert. Es ist Mo-Tag. Ja, wir haben früher ganz oft montags Majora's Mask mit Mo gestreamt. Und das habe ich dann auch immer als Mo-Tag gerne verwendet. Fand ich sehr witzig. Oder motiviert mit Mo. Jugendfreier Titel. Danke, Iggy. Glaube ich. Oder da unten sind gleich rote Büschen. Huch. Hui.
Digga, resetten, indem man sie den Mund nimmt. Ach, das. Okay, ich verstehe. Ja, komm her. Komm spielen. Bonk, bonk, bonk. So, und jetzt hole ich mir erstmal Muni. Ah, guck mal, hier ist ja auch noch was. Munition. Ja, schieß da unten mal rum. Kein Problem. Jugendfreier Titel. Ha, sehr gut. Was haben wir hier? Noch mehr Sternis. Oh, erstmal treffen. Blub. Blub. Hier wird nicht geballert. Das ist kein Ego-Shooter. Spaß, Fakt, es gibt einen Yoshi-Shooter auf dem Super Nintendo. Den spielt man rein theoretisch mit... War das eine Lightgun oder mit der SNES-Maus? Irgendwas davon. Ich hab's versucht, okay? Ja, das ist okay, Iggy. Schuld, kein Mitleid. Also auf mich bezogen. Haha, Blümchen! Mit der Gun, genau. Ist sogar ein ganz cooles Spiel. Yoshis Safari oder so hieß das, glaube ich. Die kann aber nicht. Das stimmt. Aber man könnte es zum Beispiel auf dem Super Nintendo HD mit Maus spielen. Zum Beispiel. Von da sind wir hergekommen. Glaube ich. Ja, sind wir. Sind wir? Ja, sind wir. Guten Morgen! Pokémon Snap, aber auf SNES. Ich weiß, also ich habe nicht mehr super viele Erinnerungen an das Yoshi-Spiel. Das ist das Problem. So. Ich muss erstmal kurz auf. Okay, der ist despawned. Sehr gut. Ich glaube, du hast mehr geschossen als fotografiert. Glaube ich. Hoppala. In einem hiervon ist der Schlüssel. Da haben wir ihn doch. Perfekt. Oh Gott, da ist er wieder. 2 und 3. Ah! Sagte 3. Perfekt. Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Ich gehe wieder. Tschüss. Ja, wir haben alles. Bilder zur Auswahl freigegeben. Jetzt erstmal bearbeiten. Convention-Fotos, Mario, oder? Ich hatte was auf dem Server von Sina gelesen, glaube ich. Immer diese Kitty, die auf allen Servern rumhängt. Ganz schlimm. Blub. Pokémon Snap will ich auch mal spielen. Das ist ja jetzt auch in der Switch Online-Bibliothek. Das New Snap habe ich zu 90% durchgespielt. Das Ende war mir zu blöd. Das war auch ganz cool. So, hier müsste noch mal so ein Sternkreis sein. Und dann können wir den Boss verprügeln, aka Kirbo. 150 Bilder, ui. Was für eine Convention war denn? Wenn du erzählen magst. Krieg doch nichts mit. Ja, mach ich auf der Gamescom, kannst du ja mich fotografieren. Das will niemand. Du kleiner Wicht, Puschel wird plattstampfen. Du wirst danach aussehen, als ob dich eine Dampfwalze erwischt hat. Hostay war in Frankfurt. Okay, ich sehe. Buh, 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 buh. Die Entwickler hatten einfach super viel Spaß bei den Bossen hier. So, da muss man echt ein bisschen aufpassen, wenn man die hier so zerteilt. Dass man nicht weggejietet wird. Oder in irgendwas reingejietet wird. Also einfach ganz entspannt und chillig machen. Sonst geht das nämlich nur schief. Yeesh, das war ein bisschen knapp. Also beim Weghieten haben die Kleinen mich schon ganz oft geärgert. So. Wie jeder Boss sein eigenes Feeling hat, auch die Mini-Bosse. Das stimmt. Ich meine, zur Not
könnte man sich vom letzten killen lassen und dann nochmal anfangen für die 100%. Du kannst ja beim Bosskampf keine Items nehmen. Ich glaube, also beim Mini-Boss bin ich mir nicht sicher, bei Bossen auf jeden Fall nicht. Der Boss hat null Interesse. Ja, der will halt einfach nur rumlaufen, so. Der denkt sich nur so, wenn du nicht weiter weißt, dann rumfurzen. Eigentlich voll gemein, dass wir den dann verprügeln. So, wir machen jetzt erstmal die 100% hier fertig. Und dann schauen wir mal. Hey, I'm walking here. Also, BSG, feel free. Hier hat, glaube ich, eine rote Münze gefehlt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Der geht auch schräg. Also, jetzt. Nein! Warte, bringt mir das was? Ich glaube nicht, aber ich will mal kurz probieren. Ich habe keine Ahnung, wo die Münze ist, ne? Ich habe einen kleinen Verdacht, wo ich was hätte übersehen können. Wo man so mit Yoshi im Freefall ist. Aber ansonsten echt keine Ahnung. 2. Ich will ein paar Eier haben. Aber ich glaube so 90% Tendenz, dass wir nach den beiden Leveln dann Feierabend haben. Dann haben wir halt eine Welt jetzt nochmal gespielt insgesamt. Also quasi zwei halbe. Aber die 100% dann schon mal so weit. Ich glaube, das fände ich ganz gut. Also wir müssen ein bisschen früher schießen. Nee, okay. Habe ich mir gedacht, ich wollte aber auf Nummer sicher gehen, falls ich da jetzt irgendwas übersehe. Ich kann mich halt auch an keine Stelle erinnern, wo ich gesagt habe, boah, da könnte aber noch was sein. Die Night. Wir kriegen es schon irgendwie hin. Also, worst case, Guide aufmachen, klar. Aber ich denke, dass ich das finde. Hier müsste ein Blümchen gewesen sein. Es ist halt einfacher, wenn du noch am gleichen Tag die 100% holst und noch ungefähr weißt, was du im Level erkundet hast und so, als wenn es, was weiß ich, eine Woche oder zwei später machst. Bonk. Ich sagte Bonk. Da ist auf jeden Fall eine... Wow. Rote Münze. Hier auch mal ein bisschen probieren. Nee, komme ich nicht rein. Also auch wenn ihr nicht wisst, wo sie ist, aber wenn ihr die Idee habt, wo noch eine Münze sein könnte, schreien ist erlaubt. Nee, hier ist nix. Ich glaube, hier muss ich erstmal weiter. So. Da kam ich ja gleich wieder raus. Machen wir erstmal das hier. Hier könnte halt eine gewesen sein, die ich vielleicht nicht mitgenommen hatte. Ich konzentriere mich gerade mal. Da ist eine rote. Da ist eine rote. Ah. Schon verkackt. Da bin ich nicht mehr rübergekommen. Okay, also. Aber dann haben wir schon mal den Anfang. Wie viele rote Münzen hatte ich beim ersten Durchlauf, als ich da damit fertig war? Ich weiß es gar nicht mehr. So, welche Röhre war das? Die hier. Okay.
So, wir können ja auf jeden Fall hier anfangen. Hier sind die roten Münzen. Hier auch. Der Anfang ist ja schnell gemacht. Sind wir gleich wieder da. Bonk. Hey, Sternis! Hier geblieben! Bitte nicht einfach abhauen! So, hier war... Genau, wir müssen in beide Etagen rein. Oh, ich krieg echt Hunger. Mach mal... Aua! Ey, voll durch die Wand geschmuggelt, oder was? Unfair! Wieso können die das? Das geht so nicht! Habt ihr das gesehen? Die haben geschmuggelt! Unfair! So, hier die zwei roten mitnehmen. Und einmal voll machen gleich für die Stelle, wo wir runterfallen. Weil dann kann man halt noch nachträglich rote Mützen abschießen. Hallo, Cindy. Na, wie geht's dir? Ah, Cindy, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ich freue mich voll aufs Wochenende. So, let's go. Bitte nicht verkacken. Dankeschön. Ich muss mich konzentrieren. Ah, Cindy, wenn du lieb bist, verrate ich dir noch ein Geheimnis. Ich sehe am Wochenende süße Katze. Ich bin dumm. Ich gucke einmal durch, wie viele hier sind. Okay. Das wird geil. Mann, warum verkacke ich das gerade die ganze Zeit? Come on. 12 GB Bilder. Ja. Wie viele Bilder willst du? Alle. Alle. Ich mache am Wochenende einfach Party. Quasi. Alte Leute Party. Yoshi, würdest du bitte? Danke, das reicht. Ich will einen ordentlichen Controller. Alles gut. Krieg das hin. Ich will nur zwischendurch motzen. Ich kann ja nicht immer übers Wetter motzen. Gerade bei uns geht's ja aktuell. Also, Sommerfans freuen sich wahrscheinlich nicht so. Ich mache jeden Tag alte Leute Party. Ja, mit Kaffee, ne? Jo. Schieben, schieben, schieben. Ey, nicht wieder schmuggeln hier. Planschen. Oh, Cindy hat Spoiler. Krass. War schon ewig nicht mehr planschen. Ich bin alt. Also, nicht, dass das was mit Altsein zu tun hat, aber... Bonk. Krasse Leaks. So. Brauche noch zwei Eier. Und dann können wir wieder Party machen. Mit Kaffee und ins Bett. Oh. Aber Schminko, ich bin doch auch alt und ich hasse früh irgendwas. Oh mein Gott. Bin da genau zwischengelandet. In der Badewanne. Ja, das habe ich gestern gemacht, Cindy. Das habe ich gestern gemacht. Geht doch. Ich glaube, ich habe alle Roten erwischt, wenn ihr nichts über... Also, wenn ihr keine anderen gesehen habt. Du stehst auch nicht früh auf, dann kannst du lange wach werden. Nun. Wie das ist, wenn ich früh aufstehe, Senil, musste Dante fragen. Oder Schminke. Schminke war ja auch dabei. Ich starre quasi in die Weltgeschichte rein, bin brummelig und frage einfach nur nach süßen Tieren. Und nach Kaffee. Ich war nur so... wo Abby... Kaffee... Garfield. Rote München?
Haben Sie rote Münzen gesehen? Gib mir rote Münzen. Hier ist auch nichts. Mach dann einfach das Kaffeezeitgift nach. Ah, Nina hat auch voll die tollen Emotes. Alle mit Katzen. Also, okay, das ist jetzt Kaffee, aber so prinzipiell. Oh mein Gott, hier war diese dumme Stelle. Ich erinnere mich. Könnte es dann vielleicht daran liegen, dass ich keinen Schlüssel habe? Wo waren wir hier beim letzten Mal? Ich hab's gefunden. Ja, spring doch! Ich hab doch gedrückt! Ich hab gedrückt! Ich kam anscheinend nicht auf den Erfolg des Findens klar. Sehr gut. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja. Guck mal, direkt drei süße Emotes. Ist das ganz rechte auch von Nina, Cindy? Dachte ich mir. Ja, Leute mit Katzen-Emotes haben ja Twitch durchgespielt, ne? Oh Gott, jetzt müssen wir diese eine dumme Stelle nochmal machen. Oh mein Gott. Ja, ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier nach Feierabend machen, ha? Konzentration lässt nach. Aber das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Schön gechillt. Keinen Stress machen. Vielleicht auch ein bisschen Treffen üben. Roggi? Ja, okay, Mario, das geht. Aber auch nur ausnahmsweise. Ist das neu, das Wiggle-Emote von Nina? Ich guck nicht oft bei ihr, aber ab und zu guck. Wow. Guck ich mal rein. Ach so, von unten kommt das da durch. Sag das doch. Ich hatte gedacht, es wäre von oben gekommen. Na gut. Alles mit Katzen-Emotes. Das ist neu. Okay. Ach, ich muss ja mal die Nina fragen, was für tolle, wie ihre tollen Emotes machen lässt. Meine, Das sind Frösche. Ich habe ja auch nichts gegen Frösche gesagt, Mario, aber Katzen-Emotes. So, da muss ich jetzt irgendwie drüber. Versuch 315. Sie hat Fotos versprochen. Das kriege ich hin. Ich glaube, ich habe wieder alle erwischt. Wie Kind, die früh aufstehen muss. Blub. Aber okay, dann wissen wir schon mal, wo wir was verpasst haben. Aber ich will auch eigene Katzenfotos machen, Cindy, okay? Und bitte meine Schokoladenseite. Ich bin gerade ein sehr konzentrierter und geskillter Mensch. Rund um Bilder. Nun. Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben einen Spiegelreflex in der Hand. Wenn ihr beide Fotos macht, habt ihr mehr Fotos. Ich hatte einmal vor 5 oder 6 Jahren habe ich relativ viel gedatet. Da hatte einer mal mir so ein ich glaube, das war damals das aktuellste iPhone in die Hand gedrückt. Damit durfte ich Fotos machen. Das ist keine Spiegelreflexkamera. Aber iPhones haben halt sehr gute Kameras.
Damit habe selbst ich, Dulli, was Vernünftiges hinbekommen. Aber ich habe leider das Foto nie bekommen, was ich da geknipst habe. Oder die Fotos. Am Wochenende habe ich erstmal ein Date mit einem süßen Kater. Ich bleib bei meiner Systemkamera. Okay, Dulli-Frage. Was ist eine Systemkamera? Ich weiß ungefähr, was eine Spiegelreflexkamera ist. Zumindest als Dulli. Wo ist der Unterschied? Ey, das ist mein Baby. Auf zu schreien. Oh, sehr gut. Ich muss das doch jetzt mal hinkriegen. So. Ich bin doch nicht... Ich bin einfach müde. Das ist okay. Aber ich krieg das trotzdem hin. Auch müde Kitty kann Videospiele spielen. Müde Kitty wird halt nur leider gerade auch zu Ungeduld Kitty. Das ist eher das Problem. Ich. Ich bin Dulli. Ich benutze einfach mein Smartphone. Was tue ich da? Unfug, wie immer. Ey, ich weiß das schon halb auswendig, wo die alle kommen. Oder ist es einfach nur physikalisch ein anderes System? Ich kenne mich doch nicht aus. Komm rüber. Ola Koopa. Koopa Schmooper. So, eine von den dummen Stellen haben wir schon. Die andere dumme Stelle kriege ich doch jetzt auch noch hin, oder? Ja, die kriege ich auch noch hin, habe ich gehört. Streamverlängerung oder so. So. Das ist halt so super fummelig hier. Hat es gezählt? Hat gezählt. Okay, perfekt. Das heißt, wir holen jetzt den Schlüssel und die rote Münze. Yes! Wird das Bild über einen Spiegel in den Sucher geworfen. Bei einer Systemkamera ist der Sucher ein Bildschirm, der dann immer genau das Bild so zeigt, wie man es knipsen würde. Ich habe keine Ahnung von Kameras. Für mich als Dulli klingt eine Systemkamera einfacher. Ohne das jetzt werten zu meinen. Es ist einfach so. Ballonduell. Ja, okay. Die Taste. Eine viel coolere Digitalkamera. Ah, okay. Ja, Digitalkamera hatte ich schon mal in der Hand. Die hatten wir vor der Smartphone. Kommt immer durcheinander, ne? Vor der Smartphone-Ära. In der Familie. Was teuer, aber sehr interessant geschrieben. Nun. Xbox und Nintendo mit ihren Spiegelungen von A, B und XY. Sehr gut. Voll den Knoten im Kopf. Ist egal. Gut, aber du brauchst ja auch beides. Quasi Skill und eine ordentliche Kamera. Beziehungsweise musst halt wissen, was du tust. Also für eine Kamera erstmal die Niere verkaufen. Easy. Der gute Fotos macht. Aus einem bestimmten Grund. Ja, wenn ich fragen darf. Ich glaube, die meisten Menschen interessieren sich für gute Fotos bei besonderen Events, wie zum Beispiel der Klassiker heiraten. Ah! Okay, ich bin durch. Bis gleich, Sini. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt. Ein Fotoshooting, ja? Doch, klingt definitiv interessant.
Darf das jetzt nicht verkacken? Oh Gott, hatte ich gerade Angst. Das war fast ein bisschen spät geschossen. Wir sind durch. Ein Mogel und eine Location? Mogel? Was? Du brauchst einen Mobert, Amaya. Nicht Mogel. Mobert. Mobert kann man super fotografieren mit dem Oberkörper. Ich meine, was? Was denn, Schwinku? Ich würde auch dich fotografieren mit deinem krassen Bart. Ja. So, wir brauchen hier irgendwie nochmal 5 rote Münzen. Ich habe 1, 2 Verdachtsorte. Ob das so funktioniert, ist die andere Frage. So, ich bin nicht fotogen. Das sehe ich anders. Jetzt kriege ich gleich wieder Haue von Schmünke, weil ich zu nette Sachen sag. Ich brauche einen Ballon! Oh mein Gott, ich lebe! Auf Cosplay kommen. Stimmt, Cosplayer fotografieren, die freuen sich fast immer alle. Also einfach vorher lieb fragen. Ich wurde einmal von einer Cosplayerin schief angeguckt. Das war vor ein paar Jahren auf der Animagic. Da war die noch in Bonn. Mittlerweile ist die ja in, ich glaube, Mannheim. Ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal alles. Da war, ich liebe Final Fantasy 9, ne? Da war eine Beatrix. Also einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ich hab vielleicht ein bisschen sehr wild gefangirlt, als ich auf sie zugerannt bin. Und war sehr, sehr aufgeregt wegen dem Foto. Ich war vielleicht ein bisschen weird, aber ich fand es einfach so toll. Und ich glaube, Cosplayer kennen das auch, dass Leute einfach ausrasten. In Mannheim, ja, genau. Hier ist auch nichts mehr. Ne. Tickets sind teuer. Ja. Aber vielleicht irgendwann mal, Amaya. Hier war noch eine dumme Stelle. Haha, ich habe mich dran erinnert. So, hier kommt nämlich gleich die Doppeldummstelle. Hier noch was? Also das Ding ist ja dafür, um eigentlich da hochzukommen. Was, kein Auto? Ich habe zwar ein Auto am Maya, aber das hilft wahrscheinlich nicht. Problem ist, die rote Münze, die spawnt irgendwann. Oh Gott. Die Cosplayer lugen halt auch im Park rum. Ja. Das ist der Vorteil. Ja, Amaya, wir fusionieren einfach. Dann funktioniert das. Ah! Oh Gott. Ich? Ich habe alles im Griff. Ha. Vielleicht doch an der Stelle gleich mit dem Ballon und so. Mit den roten Münzen. Komm mal her. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich den Pfahl rechts von mir in den Boden rammen muss. Es sieht nicht so aus, als würde das gehen. Also hier.
Also ich meine, wenn ich ja hochspringe zum Stampfen, dann habe ich wieder so viel Höhe, selbst wenn ich auf dem Pfahl lande, haue ich ihn ja nicht rein. Das schaffe ich in der Lücke nicht. Der Pfahl ist raus. Weil... Das ist blöd. So. Wir brauchen 5 rote Münzen. Wo die Blume ist, weiß ich. Wo sind die 5 roten Münzen? Was war denn hier noch? Ist hier noch irgendwas? Da waren wir auch noch nicht gucken. Wir sind ja direkt zum Luftballon. Aua. Das ist okay. Das mit den Sternis kann ich retten. Nee, dann komme ich auch nur wieder hier raus. Vielleicht beim Luftballon ganz am Ende. Genau, Amaya. Vielleicht irgendwann mal. Ich habe eine Idee. Halb Idee, halb Erinnerung. Ich habe zumindest ein paar Eier. Okay, wir brauchen einen Luftballon. Gut. Kann ich mich irgendwo killen? Fuck. Oh, oh, oh. Das war jetzt Dulli. Also... und ihr so? Da sind alles keine roten Münzen. Da ist nur ein One-Up. Okay, die wären eh nicht hier gewesen. Was? Wo sind denn die roten Münzen? Ich glaube nicht am Maya. Was? Gute Nacht, Schmönku. Aua. Okay, wir gucken gleich mal in den Guide rein. Ich lass mich mal kurz sterben und gucke in der Zwischenzeit mal. Welches Level ist das? Hat jemand aufgepasst? Kann ich das nachgucken? Was ist das? 4-3, ne? Ich schau mal. Ich will kein Video. Ich will einen Guide. Hier vielleicht? Hier mal drauf, damit wir Soundtrack haben. Ja gut, das ist zumindest Text. Das ist auch okay. Flying Shy Guy und dann rechts davon. Genau. Ich schalte euch mal rüber. So, das haben wir. Das haben wir auch. Teetering Logs. Ach so, diese Wackeldinger. Diese Plattformen. Die müssten wir haben. Die Fragezeichen Dings. Mit dem Helikopter, mit den 3 Münzen haben wir auch gemacht. Haben wir auch gemacht. Flying Shy Guy haben wir gemacht. Shy Guy haben wir auch gemacht.
Mit einem Switch. Ach so, ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Mhm. Was? Kann ich nicht lesen? Wir müssen doch mal ein Video gucken. Kann ich das irgendwie? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Ist das schon 4-3? Das ist schon 4-3. Das haben wir gerade gemacht. Komm schon, YouTube. Lass jetzt einfach mal mein Spiel weiterlaufen mit der Musik. Mach mal ein bisschen schneller. So, den haben wir gemacht. Ich hoffe, es ist nach dem Sternkreis. Also müssen wir noch mal durch das Level durch. Die haben wir. Die haben wir. Jup, 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 jup. Dann geht der da hoch. Genau, das haben wir auch. Was macht er jetzt? Unsinn. Okay, Unsinn kenne ich. Das sind diese Logs, die im Guide gemeint waren, im Geschriebenen. Da sind noch mal Münzen, da sind noch mal Münzen. Dann geht er da rein, macht den Helikopter-Scheiß. Das können wir mal kurz spulen. Das haben wir ja gesehen. Wobei, vielleicht habe ich da ja was verpasst. Muss ja nichts heißen. Warte mal kurz. Ich will gerade doch mal den Sound hiervon haben. Sound sollte passen. Alter, hört sich das an auf Speed. So, die haben wir auch. Ah, ist ein bisschen laut. Ich mach mal ein bisschen leiser. Haben wir mitgenommen. Oh Gott, ich hasse sowas, ne? Aber ich meine, wenn es arschspät ist, heißt das, wir haben noch eine Chance. Richtig? Richtig. Ja, wir sind ja arschspät im Level. Ah, guck mal, der macht das so. Oh, das ist natürlich schlaui klugi. Spiel mal schneller, du Sau. So, dann geht der da oben hin. Oh, das ist ein nicer Move. Ich lerne hier sogar noch was. Guck mal. Das ist das Knöpfchen, das gemeint war. So, dann die Blume. Die rote Münze. Genau. Das Ding nimmt er sich mit. Er, sie, keine Ahnung. Sehr gut. Einmal auffüllen. Bam. Dann kommt es ja jetzt vielleicht doch noch, weil bis jetzt habe ich keine roten Münzen gesehen, die wir nicht hatten. Das ist der Sternkreis, an dem wir gerade stehen.
Bin ich denn so blind? Also klar, ich bin ein blinder Fisch und habe heute einen ultimativen Dulli-Moment. Ja, dem fehlen noch 5 rote Münzen. Wie dullihaft bin ich denn gerade? Dann können wir die gleich noch schnell holen und Feierabend machen und dann kann ich Essen suchen. Da ist die Blume. Da ist das One-Up. Oh mein Gott. Ja, na klar, das ist ein anderer Ausgang. Dumm! Das ist ein anderer Ausgang als das andere Ding. Ich habe nichts gesagt. Uff. Ja, okay, Problem gelöst. Nun. Dafür gibt's das Internet. Das war für Schwinku. Ja. Nun. Also doch mit dem Ballon. Aber ich habe halt gedacht, es wäre der gleiche Ausgang. Oh. Ey, nimm ich mit. Ballon. Und dann machen wir am Mittwoch ein bisschen Hogwarts, habe ich gehört, ne? Als zweiten Stream die Woche. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass der Ballon... Ich... Da sind sie. Guck mal, gibt sogar noch ein paar One-Ups gratis obendrauf. Gut! Und noch ein Minispiel zur Belohnung. Nehme ich. Guck mal, trotzdem noch 3 Stunden heute gestreamt. Das ist voll okay. Knappe 3 Stunden. Ich war ja heute ein bisschen später drin. Habe ich total vergessen. Ich musste schnell was fertig machen. Entschuldigung. Rubbeln. Da wären wir wieder beim Rubbeln. Nun. Aber ich denke, wir haben jetzt noch, also es sind jetzt noch, wir sind in Welt 4-4 einschließlich, es sind noch 2,5 Welten. Die Level werden halt auch länger und schwieriger. Vielleicht, also ein, wie war das? Wir haben die Bänke gerubbelt. Das stimmt. Vielleicht werden es doch noch mal 2 Streams. Aber dann wird einer davon etwas kürzer. Das könnte ich jetzt vielleicht nicht ganz ausschließen. Kommt halt auch drauf an, wie dullihaft ich mich anstelle. Aber dann sind wir auch wirklich durch. Mal ein Backup-Save, falls irgendwas schief geht. Wir reden jetzt. Wir sehen uns zum Hogwarts am Mittwoch wieder. 2 oder 3 Streams? Nee, 3 bestimmt nicht mehr. Jetzt nimmt sie wieder den Mund ganz voll, ne?